Anna, ich komme vom Verein Station Wien. Wir sind ein Verein zur Förderung des interkulturellen Austauschs und wir haben das Projekt Kontaktepol, wo wir interkulturelle Freizeitkontakte vermitteln, und daraus hat sich die Idee entwickelt, ein Sprachencafé zu machen, das regelmäßig stattfindet und eine ungezwungene Atmosphäre bietet, in der Menschen mit verschiedenen Muttersprachen diese Muttersprachen an andere Menschen weitergeben können oder einfach plaudern können, Deutsch lernen können und eben andere Wiener Umgangssprachen sozusagen lernen können, und das eben mit dem Ziel, um den interkulturellen Dialog zu stärken.